Beyblade, Metal Fusion, Metal Master und Metal Fury in einem Video. Wir haben hier 139 Folgen voller Wahnsinn. Glaubt mir, ihr wisst nicht, wie deep Beyblade wirklich ist. Von antiken Zivilisationen, die damals schon von Beyblades beeinflusst worden sind, zu Terrororganisationen, die Städte mit Beyblades angreifen, zu Hubschraubern, die Beyblades schießen, bis zum Gigachad aller Gigachads. Ryuga. Dieses Video wird anders, Freunde. Glaubt mir. Deswegen lasst einen Daumen nach oben und ein Abo auf dem Kanal hier da. 50% von euch haben immer noch nicht abonniert, deswegen würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir gehen sofort rein in Beyblade Greatness. Freunde, das wird ein absoluter Nostalgie-Trip. Wir sehen als unseren Protag-Kenter, der gerade mies am Bladen ist. Ach nee, warte mal, scheiß mal auf den. Jinga ist hier unser wahrer Pro zu dem Tag. Weil Kenta dann noch irgendwie Stress mit den Beyblade Revengers hat, entjungfert Jinga einfach alle mit seinem Pegasus. Und dabei kassiert er fette Punkte. Naja, weil aktuell läuft ein richtig krasser Turnier. Arg. Wie dem auch sei, Jinga kommt gerade von einer langen Reise, wo er viele Freunde gesammelt hat. Er bringt Kenta hierbei, dass das Herz beim Bladen am wichtigsten ist. Weil eben alles auf der Welt in einem Kreislauf abläuft. Sie chillen dann auch irgendwie wie Naruto und Sasuke auf letzte Folge angelehnt rum. Die Beyblade Revengers wollen dann aber wieder Rache nehmen. Und keine Ahnung, sie wollen Jinga irgendwie umbringen. Mit dem Bey-Instinkt kann Jinga aber allen ausweichen und mit Storm Pegasus so richtig reinrippen. Ja, und ihr Team bekommt dann noch ein Update, nämlich Madoka mit ihrem Nintendo DS. Ja, sie ist quasi der Beyblade-Nerd. Sie repariert also die Base. Was? Ist das ein Popel? Eklig. Jinga muss dann aber wieder gegen die Beyblade-Revengers kämpfen, obwohl sein Bey noch nicht wieder topfit ist. Ja, er muss hier ran, weil Kyoya seinen Handlanger Benkei gezwungen hat, Kentas Bey zu klauen. Er hat ihn also gebeynappt. Kyoyas Bey hat auch einfach mal eine Wind-Ability. Er hat hier sogar Heimvorteil, weil sie gerade auf einen Wolkenkratzer bladen. Weil deswegen aber Jingas Schal wegfliegt, kann er so richtig loslegen. Er fliegt hier nämlich selbst hoch und kann so Kyoyas Bey Smackdown-mäßig schrotten. Und danach trifft Kyoya auf eine Schmalzlocke. Willst du noch stärker werden? Ja, Vegeta ist hier der Antagonist. Ich weiß auch nicht. Er möchte nämlich hier die ganze Truppe ausnutzen, um Jinga zu besiegen. Kyoya will zwar nicht mitmachen, aber weil er verliert, muss er dann irgendwie doch. Er lässt sich also hier von einem absoluten Random-Typen einspielen und vollzieht hier sein Trainingsprogramm, weil er in einem Beyblade-Fight verloren hat. Benkei hingegen bekommt hier vom bösen Bösi einen neuen Bey, nämlich Dark Bull. Er möchte hier auch unbedingt gegen Jinga gewinnen, um seinen Homeboy Kyoya zurückzubekommen. Nachdem Jinga dann seinen Beyblaster 2 Stunden lang aufgebaut hat, um den Kiddies vor dem Fernseher zu demonstrieren, dass es sich durchaus lohnt, 200 Euro dafür auszugeben, hätte er den Kampf gegen Benkei gewonnen. Aber weil ihr Kampf für ziemlich viel Aufwind sorgt, wäre Jinga beinahe Geobi tötet worden. Aber Benkei ging hier dazwischen. Ja, zum Glück, denn 500 Folgen Beyblade Metal Shippuden hätte ich jetzt hier wirklich nicht ausgehalten. Ja, wie dem auch sei, Jinga gewinnt dann mit seiner Star Blast Attack. Und dann macht Future Trunks Stress. Kein Scherz, du Scherenloser! Matt Gasher befindet sich im Sternbild des Krebses! Jinga gewinnt aber halt echt in 2 Sekunden gegen den Typen. Die Krabbe will dann aber ein Best of 3 machen. Ja, und er ist echt dreckig, kommt hier mit echten Krebsen in der Arena an, die können Schaum produzieren und deswegen gewinnt er dann die 2. Runde. Er schiebt auch übelsten Stress, weil er eben Freunde hasst. Damals wurde er nämlich von seinem besten Freund verraten. Er hat sich für ihn nämlich einen Kampf gestellt, sein Bey wurde zerstört und sein Freund ist verschwunden. Das passiert, wenn man sich für einen Freund einsetzt. Damals habe ich erkannt, dass Freundschaft nur eine Illusion ist. Oh, ja, habe ich vergessen zu erwähnen, er hat auch die Stimme von Yugi. Jinga kann hier aber nicht vernünftig fighten, weil die Krabbe seine Wifey als Geisel genommen hat. Benkei konnte sie hier aber retten, weswegen dann Jinga seine Krabbe zubereiten kann. Wir gehen damit auch direkt rein in den nächsten Flashback, nämlich von Hikaru. Ihre Mutter hat ihr nämlich beigebracht, dass sie immer gegen stärkere Blader kämpfen muss. Also ich will jetzt nicht irgendwie Erziehungsratschläge geben, aber ich glaube, es wäre eine bessere Idee, deiner Tochter irgendwie Tipps zu
geben, wie, keine Ahnung, wie man eine Steuererklärung macht, anstatt ihr zu sagen, dass sie nur bladen soll. Weil Jinga auch für den Plot krank geworden ist, springt hier Kenta für ihn ein und bladet gegen Hikaru. Und Junge, ihr Blade ist einfach mal so krass, dass er unsichtbar werden kann. Ach nee, warte mal, es gibt hier eine logische Erklärung dafür. Er kann nämlich eine so hohe Geschwindigkeit aufbauen, dass er sich teleportieren kann. Da Kenta das nun aber weiß, wartet er ab und erwischt den Beyblade, bevor er sich teleportiert. Ja, die werben eigentlich immer nur mit neuen Gadgets, damit die Kids halt das cool finden und ihren Shopping-Bag ordentlich voll machen. Jedenfalls verliert Kenta hier als Jinga. Auf Ehre will er dann seine eigenen Punkte setzen und weitermachen, aber dabei verliert er einfach nur eine Runde nach der nächsten. Und verdammt, ist dieser Beyblade-Shit ernst? Ich meine, Kenta macht danach einen geisteskranken Trainingsarg mit Benkei. Junge, wozu brauchen die überhaupt irgendwelche Muskeln, wenn die nur an der scheiß Line ziehen wie irgendwelche Broker an der Wall Street? Naja, Madoka gradet dann auch seinen Bay ab und Kenta will eine Revanche. Dieses Mal kann er dann einen Gleichstand rausholen. So checkt er auch, wie sein Bay richtig funktioniert. Und weil er ordentlich viel Kraft durch sein heftiges Training bekommen hat, kann er jetzt einen Special Move erwecken und doch nochmal gewinnen. Und bleiben wir doch mal ganz kurz beim Begriff Special Move. Ihr wisst ja, die ganze Welt dreht sich um... Aber um was dreht sich die gesamte Anime-Welt? Genau, um die japanische Sprache. Wir lieben es einfach, wenn unsere Lieblingscharaktere das... Sugamona! Das... Chiyuda! Oder das hier... Kaizoku-Oni! Ore wa... Nara! Sagen. Special Move ist aber ein Ausdruck, der im Japanischen als Hisatsuwaza übersetzt wird. Japaner sagen dazu auch gerne mal Killer-Technik, was ihr bestimmt schon in anderen Animes gehört habt. Was mich hier auch zu einem anderen Thema bringt. Freunde, kennt ihr das nicht auch? Ihr schaut ein Anime weit übelst ab und auf einmal schaut ihr einmal weg und ohne Untertitel hört ihr nur noch das hier? Ja, jeder kennt das und genau das möchte ich heute ändern. Mein Japanisch-Lernen-Arc geht jetzt los. Zusammen mit Duolingo möchte ich nämlich bis zu Dokumi so sprechen können. Sasuke-kun, Muna o denai de! Mata isshou ni Fortnite o play shinakereba naranai yo! Ja, das war Ailuf, aber ich glaube, keiner von uns möchte, dass der Typ mich ersetzt, oder? Er kann zwar perfekt Japanisch, aber das möchte ich jetzt auch können. Dafür habe ich noch weniger als ein halbes Jahr Zeit, um eben so viel Japanisch wie möglich zu lernen. Duolingo ist dafür mein idealer Partner. Ihr könnt bei ihnen einfach mal über 40 Sprachen lernen und sogar verdammt nochmal hochvalyrisch aus Game of Thrones. Mit nur kleinen Lektionen, die pro Tag 15 Minuten geht, könnt ihr schon eine neue Sprache lernen. Ich rufe also hier dazu aus, dass ihr euch meinem Japanisch-Lernen-Arc anschließt und mich auf Duolingo addet, damit ihr schauen könnt, ob ich auch ordentlich lerne, bis es soweit ist und ich mein Japanisch unter Beweis stellen muss. Mein Name ist dabei Ruffy17. Ja, ihr könnt mir auf die Finger schauen, ob ich ordentlich durchziehe. Den Link zu Duolingo findet ihr dabei in meiner Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Freunde, lasst mich bei diesem Trainingsarc nicht hängen. Also, es bleibt noch etwas Zeit bis zu Dokumi und ich freue mich jetzt schon, mit euch dort japanische Gespräche zu führen. Bei Kyoya geht es auch in die nächste Stufe. Um als Beyblade nämlich besser zu werden, muss er eine Klippe hochklettern, die ihn fast umbringt. Aber keine Sorge, er kann sich hier mit seinem Beyblaster retten. Selbst Wölfe kann er mit seinem Beyblade bezwingen. Währenddessen zockt Jinga irgendwie so ein Game, was seine Beyblade-Daten stiehlt. Damit kehrt Kyoya zwar zurück, aber er will nun nichts mehr mit seinen Jungs zu tun haben. Warte bitte, Kyoya! Haben wir was Falsches gesagt? Können wir die Klamotten behalten? Selbst Benkei möchte Kyoya hier zerstören. Auch zusammen mit Kenta bringt das Ganze hier rein gar nichts, weil Kyoya nun Evil Kyoya ist. Junge, er hat Benkei einfach mal so krass zugerichtet, dass er einfach stirbt. Ja, und wie ein Anime-Weep, der seiner Tier-Waifu gefallen will, kreischt Kyoya einsam rum. Selbst Storm Pegasus ist diesem Sturm dieses Mal nicht gewachsen. Er ist damit kurz davor, seine Energie komplett zu verlieren. Weil aber all seine Homies dazukommen, wird Jingas Herz wieder erweckt und er hört, dass Kyoyas Bay Leon am Weinen ist. Weil Kyoya durchgedreht ist, kann sein Beyblade diese Strapazen nicht mehr erleiden. Und ja, das ist wirklich der Plot. Jinga hat mittlerweile auch verstanden, dass man Bladen nur besser wird durch andere. Deshalb nutzt er hier Leons Sturm aus und holt sich seine Geschwindigkeit wieder zurück. Jedenfalls gibt es hier einen Sturzflug, der so krass ist, dass Kyoya sich sogar an seine
fucking Babyzeit zurückerinnert. Ja, und damit kommt auch Doji wieder dazu. Jinga kennt ihn hier nämlich von früher. Doji zerstört hier also Kyoyos Bay und lädt Jinga zu sich nach Hause ein. Dabei hätte er die Kinder auch mit einem anderen Riesen-Bay getötet. Aber Benkei konnte sie nochmal pikolon ohne zu sterben. Aber hey, das war doch klar. Ich meine, Bayweeds sind doch echter Müll. Nur Beyblades sind der wahre Shit. Ja, und damit ist Kyoya wieder gut und seine Waifu Leon wurde auch geheilt. Jinga erklärt dann aber seinen Leuten, dass Doji einen verbotenen Bay hat. Ja, Bays haben Kräfte, die die Welt zerstören können. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und die bösen Leute nutzen diese Kräfte nicht in Bayfights, sondern für böse Machenschaften. Die machen sich also hier auf in Dojis Super Mario Schloss Level und wollen ihn stoppen. Doji will aber hier Jinga eigentlich auf seiner Seite haben, weil Pegasus volles Potenzial könnte den verbotenen Bay El Drago besiegen. Ihr ganzer Kampf weckt dann auch einen alten Bekannten von Jinga, nämlich Ryuga, der Blader von Lightning El Drago. Der Charakter, der die Definition von Aura ist. Wir erfahren damit auch mal, warum Bays eigentlich so krass sind. Bays waren schon im Altertum bekannt und haben die Geschichte der Menschheit begleitet. Die Kraft der Beyblades wurde benutzt, um den Verlauf von Flüssen und Meeren zu verändern. Ich find's übrigens auch echt geil, wie sie die Kraft in den Händen halten, die Welt zu beherrschen, sie aber trotzdem darauf bestehen... 3, 2, 1, let it go! Zu sagen. Bei ihrem Kampf kommt dann raus, dass El Drago geisteskrank ist, weil er anders als alle anderen Bays sich linksrum dreht. Also macht ihn das gottgleich. Deswegen wird seine Angriffskraft auch beim Einprall von anderen Bays einfach mal krasser. Außerdem... Die drei Drachen an der Lichtscheibe und die drei Klingen an der Metallscheibe. Im Augenblick des Zusammenpralls liefern sie ein unglaubliches Angriffsbombardement. Die haben einfach alles getan, um diesen Beyblade irgendwie an die Leute zu bringen. Und naja... Hat funktioniert. Und selbst Jingas Sturzflug klappt hier nicht, weil, naja... Im Augenblick des Zusammenpralls benutzt El Drago diese geheime, dunkle Kraft, die Stärke seines Gegners zu absorbieren. Junge, El Drago hätte dabei Jinga beinahe geissekeit, weil Ryuga dann Jingas Vater aber einen zweiklassigen Blader nennt, und das ist wirklich der genaue Wortlaut, wird Jinga zu Gon Freaks in Folge 131. By the way erfahren wir auch, dass Ryuga vorher im Koma war, weil El Drago nämlich extrem viele negative Energie von seinem Nutzer abzieht. Genauso nimmt er auch die Energie von den gegnerischen Bays auf. Da Jinga hier aber so dermaßen durchdreht, hat El Drago nun ein wahres Festmahl. Dann wechselt er seine Richtung und keine Ahnung, Ryuga macht halt so eine Gallic Gun oder so. Jedenfalls finisht diese Jingas Bay komplett. Ja, die beiden ziehen dann ab, weil sie Jinga nur ausgenutzt haben, um El Drago vollkommen erwachen zu lassen. Und Jinga hat jetzt PTSD von seinem Kampf. Selbst seine Schüler, die ich für das Video rausgelassen habe, weil komm schon, die sind echt scheiße nochmal langweilig, können ihn hier schlagen. Er ist hier Depri, weil er nur trainiert hat, um Ryuga zu bladen. Und ja, übrigens, ich werde in diesem Video das Wort Raiden jedes Mal mit dem Wort bladen ersetzen. Also, damals stand Jinga zu spät auf und alle drei Starter-Pokémon waren schon weg. Deswegen musste er ein Blader werden. Okay, nein. Vor seinem Kampf mit Ryuga hatte er nämlich heftige Muskeln, die ihn El Drago abgezogen hat. Okay, auch nicht. Das war nämlich hier sein Dad, Ryo. Ja, weil auf dem Berg, auf dem sie gelebt haben, verdammt nochmal El Drago eingesperrt war, hat Ryuga sich den gekrallt und so hat dieser Ryos damaligen Pegasus besiegt. Ryuga hat sogar seinen Drip geklaut und seinen Bay damit geputzt. Dann ist der Berg eingestürzt, Ryo hat seinem Sohn Pegasus vermacht und ist gestorben. Ja, Beyblade ist absolut deep. Nachdem Jinga das Kenta alles erzählt hat, entscheidet er sich dazu, alleine loszuziehen. Die anderen nehmen dabei also seine Verfolgung auf und treffen auf Yoma. Nur führt er sie irgendwie im Kreis herum, wie ein Beyblade. Deswegen will Kyoya ihn mit seinem Bey umbringen. Aber er wird dabei nicht geobi-tötet. Ja, Obito hätte damals einfach nur einen Bey benutzen müssen. Jedenfalls ist der Bey von Yoma der Goat, also Steinbock. Kenta möchte hier auch für seinen Freund einstehen und bladet mit ihm. Dabei zeige ich sogar mal sein Sagittario.
aber dann, naja, verliert er so wie immer. Benkei kann den Kampf hier aber gewinnen, weil sein Bane nämlich unter die Erde geht und den ganzen Berg sprengt. Oh nee, warte mal, vergesst das wieder. Arius hat sie nämlich geblockt, weil er ein krasses Add-on hat. Das Ganze war hier aber eigentlich nur ein Test, weil Hyoma schon damals ein Freund von Jinga war. Damit dürfen sie nun in den Club rein, nämlich das Koma Village. Jinga ist aber nicht hier, weil der Bürgermeister der Stadt, eine Katze, ihnen den Tipp gegeben hat, auf die Spitze eines Berges zu klettern, weil dort eine geheime Schriftrolle eines krassen Blader ist. Oben angekommen findet er dann die Rolle von dem legendären Blader Red. Ja, auf seiner Johto-Reise hat er nämlich Forsaken als Beyblade benutzt. In der Rolle steht also, dass es nicht immer ums Gewinnen geht, sondern darum, wie man eben mit einer Niederlage umgeht. So kann er also wieder an sich glauben und ist bereit für Ryuga. Sie machen deshalb auch einen Trainingskampf in einer Arena, die entstanden ist, weil ein Meteorit hier reingejallert ist. In dieser Arena hat Hyoma auch übrigens jedes Mal gewonnen. Aber dieser neue Jinga ist hier echt crazy. Er kann hier die gesamte Arena zerstören und Arius finishen. Benkei und Kenta machen dann bei einem Beyblade-Turnier mit. Aber seien wir ehrlich, wen juckt das, wenn hier ein Battle Royale à la Turnier der Kraft stattfindet? Dafür müssen die Teilnehmer auch von einem Flugzeug runterjumpen. Du willst mir also sagen, dass 1000 Kiddies von einem Flugzeug runtergesprungen ist und keiner von ihnen verkackt hat, die Reißleine zu ziehen? Alter, da ist safe jemand in den Isekai gelandet. Bei diesem ganzen Turnier schlägt ein mysteriöser Blader sogar mehrere Gegner auf einmal. Und Jinga muss dabei gegen seinen größten Erzfeind kämpfen. Der kleine 8-Jährige, den eben besiegt hat. Ja, aber die kacken sofort rein. Hyoma und Kyoya geben sich hier auch ein richtig heftiges Duell der zweiten Geigen. Ist halt legit Vegeta gegen Toppo. Und der mysteriöse Blader ist hier Yu, der mit seinem Libra alle wegbladet. Dabei gehen alle im Sand, den er erzeugt, unter. Womit nur noch drei Leute übrig bleiben. Weil Libra aber ein Ausdauertyp ist, ist er hier richtig schwierig aus der Bahn zu kippen. Kyoya schiebt sich auch richtige Filme und dreht dabei voll durch. Aber sein Bay hat zu lange gekämpft und ist kurz davor zu krepieren. Deswegen scheißt mit Doke auf alles und mischt sich hier in den Kampf ein. Sie konnte also verhindern, dass Leon abkackt, was Kyoya jetzt auch mal versteht. Und dann mit seinen Depris abzieht. Pegasus wird dabei ebenfalls verschlungen und Libras Ulti holt dann eine übelste Dubstep-Kanone raus. Weswegen Jinga wieder verliert. Aber nachdem er einen super gefährlichen Berg bestiegen hat, der ihn safe hätte umbringen können, muss er nach einer Niederlage im Beybladen nicht mehr weinen. Das Ding ist hier nur, dass der Gewinner vom Turnier einen Wunsch frei hat. Also wünscht sich Yu Battle Blader. Ja, ein mieses Turnier von allen Bladern. Ist zwar mies Hype, aber leider steckt er mit Doji unter einer Decke. Ja, Yu ist böse und gehört auch zur Dark Nebula. Auch Ryuga ist hier und hat seinen absoluten imposanten Auftritt. Er ist aber nicht hier, um zu kämpfen. Doji hat übrigens hier Milliarden in das ganze Turnier gesteckt, damit Ryuga gewinnt und dann von allen König der Blader genannt werden. Jinga möchte hier zwar das Ganze sofort beenden, aber Ryuga wehrt ab und lacht sich dann schlapp. Jinga! Jinga, ist alles in Ordnung? Dojis Plan ist, by the way, auch einfach mal die Buu-Saga. Er möchte, dass Lightning Eldrago die Power aller Base absorbiert und so kann er die Welt beherrschen. Also, um sich für das ganze Turnier zu qualifizieren, braucht man hier 50.000 Punkte. Außerdem gibt es extra Turniere, die eben Fettpunkte geben. Jeder macht sich also hier alleine auf und sammelt fleißig Points. Als Jinga dabei heftige Raudis wegbladet, kommt ein albanischer Ader dazu. Ach nee, das ist ja nur Tsubasa. Mit seinem Bay Earth Eagle viben die beiden dann zusammen so richtig schön ab. Sie treffen dann aber in einem Turnier aufeinander. Doch Tsubasas Eagle kann Jinga hier einfach nicht treffen. Während ihres Trainings brachte Tsubasa ihn aber bei, all seine Sinne einzusetzen. Also hört er die Bays. Er spürt sie eben und kann so ausweichen. Jinga, du hast den Part mit dem Schmecken vergessen. Sorry, Pegasus. Ja, Eagle gibt aber dann Pegasus trotzdem eine Schelle. Aber dadurch kann er seinen Special Move pullen und so kann Pegasus das Schicksal von Eagle besiegeln. Ja, Jinga checkt dann aber, dass Tsubasa gar nicht ernst gemacht hat und Jinga eigentlich hier nur testen wollte. Keine Ahnung, Kyoya wird dann einfach gebase-sniped? Ja, keine Ahnung, irgend so ein Typ nervt hier rum und sniped die ganze Zeit ab. Seine Beyblade-Künste sind dabei auch ganz krass, weil er eben wild umherspringen kann. Kyoya hat ihn aber schon längst
durchschaut und all die Absprungswinkel von dem Bay kalkuliert, womit er den Kampf dann eigentlich ziemlich easy gewinnt. Wir checken dann auch mal, dass Tsubasa irgendwie so ein Geheimagent ist oder so. Er infiltriert hier auch Dojis Hauptquartier, aber irgendwie will er ihnen dann beitreten gegen eben Cash. Er soll sich dabei unter Beweis stellen und kämpfen mit Yu. Yus Special Move, die Arena zu Sand zu machen wegen seiner heftigen Rotation, funktioniert dann auch nicht, weil Eagle so krass ist, dass er über den Boden gleitet. Und so kann er eben einen Gleichstand rausholen. Aber natürlich hat er sich hier mit seinen albanischen Adlerkräften mal wieder zurückgehalten. Fürs Erste wird er aufgenommen und soll eine Runde spionieren gehen. Das tut er also und macht bei einem Turnier mit, wo die anderen ebenfalls mitmischen. Krabbe ist auch noch da und hasst irgendwie immer noch Freundschaft, weil sie ihm eben die Freiheit nimmt. Ryuga geht es auch gar nicht gut, weil er auf dem Scheißhaus gerade ordentlich zu kämpfen hat. Die Krabbe wird dann auch böse und der Bay von ihm wird geboostet. So kann er Jinga sogar ordentlich einheizen. Ach nee, doch nicht, weil der Sieger bleibt hier immer noch. Dann muss Kenta bei seinem Turnier gegen mich kämpfen? Ja, er wird hier aber ersetzt von einem krassen Typen, der aussieht wie der Protag einer neuen Beyblade-Serie. Er ist irgendwie Jingas Lehrling, heißt Sora, verjagt mich und bladet. Ja, aber er verliert. Eigentlich ist er nämlich nicht Jingas Lehrling, sondern sein Stalker. Er hat noch nie mit ihm gesprochen und ihn nur von der Ferne bewundert. Er hat sogar einen Pegasus, nur hat er seinen eben von eBay. Aber durch Kentas Training erweckt er sich irgendwie und hat jetzt eine Evangelion-mäßige Explosion drauf. Außerdem ist er irgendwie böse? Hi, Ruffy aus der Zukunft hier. Ich dachte echt, dass der Typ, naja, plotrelevant ist, aber... Ja, der ist nicht plotrelevant, aber hat sein eigenes Videospiel. Damit kommt es zu einem Turnier, wo alle am Start sind. Jinga trifft dabei auf Rutaro. Und der Gewinner von diesem Turnier bekommt dabei sogar 10.000 Punkte. Nur hat der Bruder hier einfach mal die Beyblade-Atmung aus Demon Slayer drauf. So bewegt er sich also damals, wie Bruce Lee sagte, als wäre er Wasser. Und Jinga ist irgendwie unter einem Genjutsu. Das liegt nämlich daran, weil sein Bey eine heftige Luftströmung erzeugt, die dazu führt, dass er nicht getroffen wird. Außerdem wird der Luftdruck manipuliert und deswegen kackt Jinga ab. Jingi hat aber hier einen neuen Move. Er erzeugt nämlich Reibungshitze. Ja, ihr habt richtig gehört. Und damit kann er ihn so richtig schön durchbrutzeln, als auch schön in die Wand smashen. Die anderen strugglen sich hier auch durch und im Finale gibt es ein Battle Royale von allen sechs. Wobei Hyuma mit Kenta auf Goku und Vegeta vs. Jiren macht. Ja, bringt aber leider hier nichts. Hyuma wird hier einfach mal zuerst weggeigelt. Danach haut sich Eagle in Libras Dubstep Ulti rein und naja, so hauen sich beide zusammen mit Pegasus raus. Leon und Sagittario sind dabei die letzten, die im Rennen bleiben und so gewinnt Kyoya die 10.000 Punkte. Dann aber, naja, tauscht Krabbe die Punkte von ihm mit denen von Jinga aus. Er wird zwar erwischt, aber krabbt sich irgendwie weg. Dabei rennt er aber in einen neuen Antagonisten rein. Warte mal, ist das nicht der aus Bakugan? Sein Name ist hier Phoenix und auch er möchte Jingas Punkte nicht zurückgeben. Phoenix Bay ist hier auch echt krass, weil seine Spitze aus Metall ist. Er kann damit sogar verdammte Stahlträger schmelzen. Und sein Bitbeast ist einfach mal ein heftiger Phoenix. Junge, ist das Timeskip Kai aus der OG-Serie oder was? Jedenfalls wird Pegasus hier voll weggebladet und der Typ zerstört dann einfach mal Jingas Punkte. Er bleibt hier bei Eisern und möchte dennoch weitermachen. Gut, ein bisschen Depris schiebt er schon. Jinga leidet nun an unendlicher Leere. Er sammelt hier also wieder Punkte, während Ryuga, naja, sich Schrott lacht. Jedenfalls macht er dann mal bei dem Kampf mit und bringt alle Blader gleichzeitig um. Ja, damit macht er eigentlich immer weiter und weiter. Tsubasa ist hier auch wohl doch nicht böse. Er suchte mich nach Infos über El Drago. Warte mal, was steht denn da? Junge, da hat der Praktikant einfach nicht seinen Job gemacht. So findet er die Sache mit der Hassabsorption raus. Diese bekommt er dann nochmal zu spüren, weil Ryuga ihn erwischt. Bevor er dann aber, naja, keine Ahnung, stirbt, bekommt er Hilfe von Phoenix, der den Kampf stoppt und mit ihm flieht. Jinga hat dann auch einen Fight mit Capricorn, der so krass ist, dass er sich vorstellt, als wäre er im Wilden Westen. Jingas Hitze ist aber am Ende zu viel für den Typen. Währenddessen chillt Kenta in Yu-Gi-Oh! 5Ds. Dabei trifft er wieder auf Sora, der die Leute aus den Slums befreien möchte. Jinga ist aber immer noch der Protag der Serie und steht ihm dabei die Show. Aber hey, so bekommt er wenigstens eine coole Bro-Fist. Damit haben auch fast alle die 50 Punkte erreicht. Naja, alle außer Jinga. Tsubasa hat er auch einen fetten Talk mit Phoenix und knüpft hier den anderen Punkte ab.
Er möchte hier nämlich herausfinden, warum Jinga durch Freundschaft so stark geworden ist. Das hat ihm Phoenix nämlich beigebracht. Und Jinga hat hier auch sein Final Match mit Phoenix. Doch auch dieses Mal geht er brutalst unter. Aber weil er mit seinen Freunden zusammen am Turnier teilnehmen möchte, gibt er hier nicht auf und entfesselt einen neuen Sturm, in dem er Kyojas Technik kopiert. So wird er die Flammen von Phoenix los. Er kopiert hier auch die anderen Moves seiner Freunde und so kann er Phoenix Angriff kontern als auch gewinnen, womit er nun all seine Punkte zurückbekommt. Und Tsubasa enthüllt hier, dass er wirklich ein Agent der verdammten BBA ist, dem Beyblade-Verband. Ja, wie soll ich sagen, das erste Opening der Serie hatte schon immer recht gehabt. Bei 25.000 Likes gibt's Beyblade OG Minuten, let's go! Jedenfalls wollen sie hier zusammen El Drago besiegen. Also, bei Battleblader nimmt dann diese 16 Blader teil. Als erstes darf Benkei damit gegen Capricorn ran. Er kann ihn hier aber ziemlich schnell besiegen. Kenta klappt dabei die Krabbe super easy weg. Die beiden Randoms von eben haben ihr Techtelmechtel. Und Jinga muss wieder gegen Yu ran. Gegen seine Ausdauer wird es hier aber ziemlich knifflig. Und genauso wie verdammt nochmal Kaido aus One Piece kann Yu jetzt Projektile schießen. Jinga ist aber richtig krass drauf. Selbst Yus Dubstep-Kanone reicht hier nicht mehr aus gegen Pegasus. Weil diese nämlich jetzt eine Vakuumwand erstellt kann und sich so schützt. Auch die Dubstep-Kanone wird geblockt und mit Pegasus Scorebringer holt er sich hier den Win. Kyoya gewinnt dann sein Match und das gleiche gilt auch für Tsubasa. Damit darf Hyoma ran. Aber er würde ja niemals gegen einen Typen verlieren, der sich als Schlange verkleidet. Wobei, irgendwie vergiftet er seinen Bay als auch seine Sinne und er wird irgendwie eingefangen. Der Typ hier bladet aber nicht für den Sieg. Er möchte nämlich nur seinen Gegner zerstören. Der Goat wird also hier komplett zerfetzt und der Kampf ist schon entschieden, aber Arius wird weiter gequält und vollkommen zerstört. Und ich weiß, das ist zwar nur ein Beyblade und so, aber das nimmt Hyoma dann schon ziemlich böse mit. Das war doch das Beste für dein Bey. Arius! Arius! Hyoma! Hyoma! Danach muss Hikaru dann, aber ihr Kampf wird bestimmt nicht so einseitig werden wie der letzte, oder? Bruder, er hat sie getötet. Ist mir scheißegal, dass sie nachher in der Serie noch am Start ist. Für mich ist sie nun tot. Ich meine, das, was Ryuga gemacht hat, war uns am Dragon Ball Z-Shit. Weil ihm auch langweilig wird, blendet er dann die anderen Dark Nebula-Pappnasen weg. Yu merkt also dann mal, wie böse sie eigentlich sind. Und deswegen muss er gegen Reggie kämpfen. Was ihn auch hier so krass macht, ist sein Dark Move. Sein Base zerstört nämlich immer ein paar kleine Teile von seinem Gegner. Ja, der Dude ist einfach der eine Typ aus der Nachbarschaft, der bei seinem Beyblade irgendwelche Rasierklingen eingebaut hat. Deswegen verliert Yu auch hier seinen Kampf. Selbst sein Held Ryuga kehrt ihm hier den Rücken. Aber Libra zieht dann eine Special Dubstep-Kanone ab und so kann Yu nochmal entkommen. Die Dark Nebula manipuliert dann das Turnier und so kommen die besten Paarungen für sie raus. Dabei kann sich Benkei auch endlich mal Kyoya beweisen. Junge, sein Bull macht dabei sogar eine verdammte Magi-Rüstungstransformation durch. Er blendet hier zwar richtig gut, aber Kyoya kann ihn einfach mit seinem heftigen neuen Sturm trotzdem beerdigen. Dann muss Jinga auch erneut gegen den Demon Slayer Heini fighten. Dieser muss aber hier gewinnen, weil er weiß, dass die Dark Nebula ihn umbringen wird, wenn er in diesem Kampf von einem Spielzeug verliert. Das weiß er, weil er die Zukunft voraussehen kann. Und er sieht, wie El Drago schon sehr bald die Welt beherrschen wird. Also, er holt dann wieder seinen Special Move raus, der Jinga hier verbrennt. Ach nee, ist nur wieder ein Genjutsu. Jinga wird dann auch irgendwie auf Eis gesetzt. Aber er haut dabei irgendwie so eine heftige Erwin-Smith-Rede raus. Dieser Kampf ist noch nicht beendet! Es spielt keine Rolle, wie hart der Kampf ist. Dieser lodernde Kampfgeist lässt sich nicht auslöschen. Und mit diesem Wissen kann ich es mit jedem Gegner aufnehmen und bis zum bitteren Ende kämpfen. Ich werde niemals aufgeben. Jinga verändert also die Zukunft, als wäre er Kaiba aus Yu-Gi-Oh! Und gewinnt so seinen Kampf. Danach taucht Yu wieder bei ihm auf, der voll den heftigen Battle Damage erlitten hat. Er klärt hier auf, dass alle anderen Blader nur als Power-Up für El Drago benutzt werden. Damit muss sich auch Kenta mal der Schlange stellen. Er pariert hier zwar gekonnt Serpents Rasierklingen und erzeugt wieder Flammen, nur werden die Klauen von Sagittario ordentlich
gestutzt. Doch vor seinem Kampf hat Kenta Teile von Libra in seinen Bay eingebaut. Sie kämpfen hier also zusammen. Er kann demnach durchhalten und dann noch mehr Teile verlieren. Kenta gibt dabei beinahe auf, aber Yu gibt ihm noch ein heftiges Tokno-Jutsu. Sein Bay wird aber weiterhin gequält, er verliert und fängt an zu weinen. Und Reggie, der Hund, macht immer weiter mit der Zerstörung. Jinga stellt sich also hier dazwischen und will für seinen Bro Rache nehmen. Doch erst einmal fighten hier Tsubasa und Ryuga. Und Junge, wo bekommt man bitte so eine frische Aufbewahrungsbox für seinen Bay her? Jedenfalls kann Tsubasa bei seinem Kampf hier schön ausweichen. Er weiß auch, dass er das letzte Mal seinen Special Move zu früh angewendet hat. Er muss hier nämlich warten und Ryuga kontern. Das juckt Ryuga aber nicht wirklich. Ich warte nicht den ganzen Tag auf dich. Du bist kein Adler, sondern ein Huhn. Ja, auf seinen Move hat Tsubasa aber nur gewartet. Er fliegt hier zwar noch nicht sofort raus, aber damit natürlich immer noch nicht gewonnen. Doch mit Tsubasas krassen Moves kommt El Drago hier tatsächlich ins Taumeln. Mit seinem Special Move kann er es hier dann komplett beenden. Oh nein, Donny, Ryuga hat ihn nur eine Falle gestellt und greift nun von unten an. Damit bannet El Drago Eagle wie einen Spicy Chicken Nugget. Verdammt nochmal, ich meine, Ryuga absorbiert hier einfach mal Tsubasas albanische Adlerkräfte. Und so gewinnt er hier sein Match. Außerdem zerstört er beinahe die gesamte Arena. Dark Nebula entführt dann auch wegen Jingas Match einfach mal Yu. Also geben sich die anderen eine miese Sidequest. Ja, Kenta kämpft hier mit seinem kaputten Bay gegen Vegeta. Der ist aber nun wirklich viel zu krass für ihn. Okay, weil der Typ geisteskrank ist, hilft hier doch mal Phoenix aus. In der Zwischenzeit struggelt Jinga übelst krass gegen Reggie. Er kann sich dann aber wieder fangen und kämpft sich zurück. Das macht Reggie aber richtig, richtig sauer. Pegasus kann dabei sogar seine Rasierklingentechnik kontern und gibt miese Schläge zurück. Außerdem öffnet er auch ein Tor zu einer anderen Galaxie und bladet so Serpent weg. Nun ist Reggie derjenige, der irgendwie versteinert ist. Phoenix hat zwar auch verkackt, aber wie ein Phönix aus der Asche macht er hier ein Comeback. Außerdem hat Sagittario eben ein Teil in Dojis Blade reingebladet, das jetzt dazu führt, ihn zu besiegen. Und Junge, Phoenix ist einfach mal so krass, dass er mit seiner Hand die Drehung seines Blades stoppt. Jinga kommt dann auch dazu und wir erfahren, dass nicht Kai aus Beyblade OG hinter der Maske steckt, sondern Jingas Dad. Außerdem ist er irgendwie 3 Meter groß. Ja, damals hat er die ganze Nummer irgendwie doch überlebt. Er erzählt ihnen hier auch die Geschichte der Beyblades. Damals ist ein Meteor auf die Erde gekracht. Ja gut, den Teil kennen wir schon. Der andere ist dabei woanders reingeballert. Doch dieser war böse. Die Menschen machten sich das zunutze und schnitzten einen Teil heraus. Dieses Stück konnte den Hass der Menschen aufnehmen und so immer stärker werden. Ja, jeder Krieg, jedes Leid, alles Böse, einfach alles, wurde von El Drago herbeigerufen. Nur ein reiner Geist, der das Beybladen liebt, kann ihn also besiegen. Damals haben nämlich ihre Vorfahren aus ihren Metroiden auch einen Bey geschnitzt, nämlich Pegasus. Sie haben es aber damals nicht geschafft, El Drago zu besiegen. Dieser wurde dann versiegelt und Pegasus Entstehung hat dann alle anderen Beys ins Leben gerufen. Ja, Beyblade ist einfach deep, deep. Sein Dad hat sich auch totgestellt, um seinen Sohn so krasser werden zu lassen. Doji ist nach seinem Kampf auch voll durchgedreht, aber alles ist okay. Was ist dir denn passiert, Doji? Oh, nichts Besonderes. Ich hatte nur eine kleine Auseinandersetzung mit meinem Toaster. Ja, nun hat Ryuga keine Verwendung mehr für Doji und nutzt seinen Bay als verdammte Magnum 44. Och nee, nicht auf die Brille. Mann, also den Typen zu bladen ist eine Sache, aber warum die Brille? Also, die Frage, die sich hier stellt, ist, kann die zweite Geige Ryuga besiegen, bevor der Protag der Serie gegen ihn kämpft? Nein, natürlich nicht. Weil El Drago nämlich Ryuga komplett übernimmt, wird Kyoya so krass auseinandergenommen, dass er im Stehen stirbt. Und obwohl Jinga und Ryuga die Kraft besitzen, die Welt zu zerstören, halten sie sich hier an die offiziellen BBBA-Regeln und kämpfen erst morgen. Ach nee, irgendwie fighten sie hier schon in der Nacht. Auf Yu-Gi-Oh! Battle City Turnier angelehnt, kämpfen sie hier ganz weit oben. El Drago ist aber bei diesem Kampf immer noch zu mächtig. Für seine Freunde dreht sich Jinga hier aber immer weiter. El Drago macht sich aber über ihn lustig und spinnt einfach auf ihn drauf. Der Kommentator zeigt dabei auch absolutes Commitment und kommentiert hier von einem Hubschrauber aus. Ja, scheint wohl mit dem aus Dragon Ball verwandt zu sein. Mit seinen Freunden im Rücken fässt Jinga hier auch neuen Mut. So kann er erstmal Drago doch nochmal aufnehmen. Und dieser saugt dann noch mehr Energie von Ryuga ab.
Also, keine Ahnung, er geht irgendwie in ihn rein, wodurch er nun noch mehr jacked ist. Keine Ahnung, wie Jinga das Ding besiegen soll. Ich meine, seine Freundschaftskarte kann ja nicht ewig funktionieren. Naja, gut, irgendwie schon. Denn bevor er geisekelt wird, schalten sich seine Freunde ein. Ja, sie sind hier, weil der Blader-Kampfgeist sie verbindet. Also gibt's hier quasi eine Genki-Dama. Und damit geht er in die letzte Runde mit El Drago, die dann im verdammten Weltall stattfindet. Weil ihr Feind sonst die Welt zerstört hätte. Mit seinem Special Move, Neue Galaxie, hat er dann einen Guren-Lagan-mäßigen Bora-Clash, den er schlussendlich für sich entscheiden kann. Wodurch er die verlorenen Seelen seiner Freunde, die El Drago genommen hat, wieder zurückgeben kann. Jinga wäre dann auch gestorben, aber Pegasus kann jetzt auch fliegen und rettet dabei auch Ryuga. Ist das gerade alles passiert oder bin ich irgendwie high? Aber oh nein, Pegasus löst sich in Luft auf. Und nachdem sie dann alle richtig hart gekämpft haben, nämlich den ganzen Arc lang, um El Drago zu besiegen, fand es sein Dad nicht notwendig, ihn irgendwie sicherzustellen. Deshalb schnappt sich Ryuga das Spielzeug und haut ab. Pegasus geht es irgendwie auch gut, er hat nur irgendwie übelst viel Power verschwendet, also muss er erstmal eine Runde chillen. Doch keine Sorge, es geht hier weiter. Denn wenn sich eins nie ändert, dann... Let it! Also, mit dem neuen Arc gibt es hier auch einen neuen Charakter, nämlich Masamune Kedoya. Ja, er hat eine Powerlocke. Die Kids sind hier immer noch am Bladen und Jingas Dad ist jetzt ihr Chef. Und keine Sorge, Jinga wird in diesem Arc mehr tun als nur Cheeseburger fressen. Sein Vater hat ihm nämlich erzählt, dass es noch einen Prototyp von eben Pegasus gibt, der noch stärker ist als der vorherige. Er wurde aber versiegelt, weil er zu stark war. Ja, die Nummer kennen wir ja schon in- und auswendig. Leider kann sich Jinga den neuen Pegasus aber nicht so einfach krallen, weil er in einem Felsen steckt. Weil er aber eine Connection mit ihm hat, bekommt er seinen neuen Bay dann doch. Und mit Galaxy Pegasus können nun wieder insane viele Spielzeuge verkauft werden. Er testet seinen Bay auch hier sofort gegen Masamune. Nur kann er seine Power nicht richtig kontrollieren. Masamune wird zwar weggejallert, aber er kommt einfach immer wieder und wird dann immer wieder weggehauen. Er ist hier aber richtig motiviert, der Blader Nummer 1 zu werden. Und so kann er auch mal ein Match gegen Jinga gewinnen, weil er eben die Umgebung ausnutzt. Jinga lernt dabei, dass er mit Pegasus eben nicht wie mit einem Teampartner gekämpft hat. Er muss eben erst den Geist von Galaxy Pegasus spüren. So kann er dann nun richtig mit ihm fighten. Und wir haben hier ein weiteres Turnier, weil nun gibt es eine Beyblade-Weltmeisterschaft. Dabei wird sie auch hier in fetten Teams gefetzt. Die trainieren auch vor ihrem Kampf übelst heftig ihre Fingerfertigkeit. Dann klingelt aber mal Chinas Team an der Tür. Jinga wird dabei von Chinas Waifu verführt, aber ihr Date ist eigentlich fake. Sie wollen nämlich hier nur Jinga irgendwie fetzen. Das findet Benkei hier auch gar nicht cool. Uns zur Mittagszeit an einen Ort wie diesen zu bestellen, ohne uns dein Essen anzubieten, was ist denn bloß los mit euch? Bei dem Tag-Team-Fight kommen Masamune und Jinga dann auch nicht wirklich zurecht. Sie bekommen ihren Schild aber doch nochmal zusammen und können so gewinnen. Aber das eigentlich auch nur, weil die Waifus mit den großen Bays nur ein Auswechselspieler ist. In Japan findet dann ein neues Turnier statt, um zu ermitteln, wer für Japan bladen darf. Die Gewinner sind dabei auf Platz 4 Yu, auf Platz 3 Masamune, Platz 2 Tsubasa und Platz 1 Kyoya. Jinga ist natürlich safe dabei, weil, naja, er hat das krasseste Wesen auf der Welt platt gemacht. Weil hier also nicht alle mitmachen dürfen, wird sich nochmal gefetzt. Mit Striker strikt Masamune dann Libra weg. Kyoya hat zwar mit Wölfen trainiert, aber Tsubasa hat das Kuchido-Hyuga-Wellentraining absolviert. Er hat also die Oberhand. Der Löwe ist dabei zwar richtig brachial, doch Tsubasa wird irgendwie richtig ungemütlich. Er hat so eine böse Aura am Start. Den Kampf verliert er dann aber trotzdem. Kyoya ist aber leider nicht wirklich Team-Spirit-mäßig unterwegs. Er wollte von Anfang an nicht mitmachen, nur flexen und schließt sich hier nicht ihrem Team an. Weil eben Jinga die einzige Person ist, die er schlagen will. Damit kämpfen Yu Tsubasa auch um den dritten Platz im Team. Tsubasa schafft es dann dabei zu gewinnen und bekommt den letzten Spot für Team Japan. Ihr Team heißt dabei Galaxy. Jinga hat zwar hier Deplis, weil seine Friendos nicht mitkommen, aber diese machen ihm klar, dass er für sie kämpfen muss. Und damit geht es nun zur WM. Yu ist by the way ihr Ersatzspieler. Als erstes geht es damit auf nach China, wo sie den heiligen Beyblade-Tempel auffinden. Ja, Chinesen das Ganze nochmal anders ernst. Der Star von Team China ist dabei Da Chan Wang. Ja, und um zu beweisen, dass sie auch krass sind, Naruto runnen sie dann und zeigen ihre Beyblade-Skills. Aber ihre ganze Power heben sie sich fürs Turnier auf. Dieses läuft hier auch wie folgt ab.
Es gibt Stürmer, Verteidiger und Commander. Und ich habe das ins Skript geschrieben, weil ich dachte, dass es relevant wird. Aber basically spielen die einfach immer einen Best of Three. Und vor ihrem eigentlichen Battle liefern sich Masamune und ein Typ vom Team China einen Battle auf der chinesischen Mauer. Sein Bay ist auch einfach mal die eine Wifey aus Street Fighter. Masamune verliert zwar, aber das Ganze war ja nur ein random Match. Die Chinesen verraten dann vor ihrer Aufstellung, damit Masamune eben wieder gegen den Schönling ran kann. Vorher trainiert er also und trifft einen heftigen Anime-Opa. Der bringt ihn auch irgendwie krasse neue Sachen bei. Weswegen er dann bei seinem Match wie ausgewechselt wirkt. Er wartet hier nämlich auf den Angriff seines Gegners. Wie in Sekiro wartet er auf den ultimativen Konter. So schlägt er im richtigen Moment zu und gewinnt sein Match. Tsubasa hat dann seinen Fight gegen den kleinen Dude und da Jinga erst in der dritten Runde kämpft, ist es ziemlich klar, dass Tsubasa verliert, also verliert er hier auch. Die Dunkelheit nimmt ihn hier nämlich so sehr mit, dass er sich selbst auseinander nimmt. Chinas Chef kommt dabei mit seinem Hundebiest auch mit richtig miesen Geschützen an. Wie die Mauer von China ist er undurchdringbar. Weil er aber für all seine Freunde kämpft, ja, die Nummer wieder, naja, kann Jinga die Chinesen besiegen. Und wir sehen damit das Team von Frankreich, wo wieder der krasseste von ihnen auf einem Pferd reiten muss. Warum ist das immer der Plot von Franzosen in Animes? Wobei, warte mal, der Typ ist gar nicht aus Frankreich. Er ist nämlich Teil der Europäischen Union und, keine Ahnung, eigentlich ein Italiener. Jedenfalls schauen unsere Pieps sich an, wie die Europäische Union gegen Desert Blaze Arabiens Mannschaft bladet. Julian Konzern kann dabei alle Desert Blade Fuzzis auf einmal alleine wegbladen. Und ja, keine Ahnung, unser Team trifft dann auf Astronauten, die Beyblades benutzen, um mehr über das Weltall zu erfahren. Weil sie auch mit dem Zug unterwegs sind, kommt es dazu, dass Masamune wegen Burger in den falschen Zug einsteigt und sich ihre Wege trennen. Ja, und später findet er dabei seine Freiheit, weil er am Meer landet. Und dabei stellt sich heraus, dass die Astronauten in Wahrheit die Repräsentanten von Russland sind. In der Zwischenzeit hat Masamune auch einen Militärsoldaten gefunden, der gerade nichts zu tun hat und ihn deswegen zur Arena fliegt. Bei Jingas Match wird er dann auch gekontert, weil Pegasus nicht mehr fliegen kann. Und natürlich haben die Russen hier als Bitbeast einen Bären. Jinga wird hier aber kreativ und zerstört das Stromgitter, um so wieder seinen Special Move abzuziehen. Ja, und so jallert er seinen Gegner komplett aus dem Leben. Weil Tsubasa immer noch Paras hat wegen der Nummer von vorher, kämpft dann auch Yu hier als nächstes. Nur kann der Bay von dem nächsten Russen schweben. Ja, das liegt daran, dass die Arena manipuliert ist. Yu kann seinen Kampf aber trotzdem gewinnen. Er zerstört die Arena, blockiert die Störwellen und lässt so den gegnerischen Bay sinken. Außerdem hilft Masamune nach, der mittlerweile hier ist und den bösen russischen Bösewicht unterhalb fertig gemacht hat. So gewinnt Japan also erneut. Und wenig später treffen sie auf Europas Team. Der Kampf ist hier zwar nicht offiziell, aber sie bladen hier ein schönes 3 gegen 3. Der mächtige Julian-Konzern ist aber zu krass. Ja gut, ist ja auch egal, war kein offizielles Match. Erstmal machen sie also hier eine Training-Strandfolge. Team China, die noch für einen letzten Spot im Turnier fighten, helfen ihnen hier sogar bei ihrem Training. Doch der nächste Gegner für China wird ziemlich hart, weil Kyoya hier ebenfalls mitmischt. Er hat nämlich einen Sarg voller Steine durch die Wüste getravelt. Also, Kyoya mischt ja auch mit, hat ein eigenes Team und trifft jetzt auf unser Team Japan. Ja, der Bruder hat einfach mal den Kai abgezogen. Und Masamune ist eigentlich nichts mehr als der Daichi von Metal Fusion. Ach ja, by the way, Benkei gehört dann auch zu Afrika, aber Benkei interessiert mich schon seit 50 Folgen nicht mehr. Das alles hat Kyoya natürlich nur gemacht, um gegen Jinga fighten zu können. Und bei ihrem nächsten Fight muss Masamune dann gegen Kyoyas neuen Schützling ran. Und Niles Bay ist dabei einfach mal Horus. Aber das juckt Masamune gar nicht. Ja, auch wenn der Horus Bay einfach mal Gold wird, Strike Striker einfach weiter durch. Masamune verkackt dann zwar, aber weil Jinga ihn motiviert und ihn daran erinnert, dass er die Nummer 1 werden möchte, haut er hier einen Comeback raus. Doch das Einhorn aus den Märchen hat natürlich keine Chance gegen den Giga-Chat Horus. Womit nun Jinga und Kyoya aufeinandertreffen. Und eigentlich ist das voll wack von Jinga. Ich meine, er hat einen Beyblade von einem super-duper Metroiden. Und Kyoya ist basically nur durch die Wüste gesteppt und kann es nur mit ihm aufnehmen. Durch seinen Afrika-Arc kann er nämlich nun den Tornado beherrschen. Doch in der Luft ist Pegasus natürlich geboostet. Kyoya wusste das aber und setzt seine Ulti in der Luft ein. Damit hat er nun den High Ground und lässt Pegasus wieder auf den Boden krachen. Bevor er aber verliert, schafft es Jinga mit seiner
Strategie, Meteor-Hex freizuschalten und der Kampf endet so in einem Unentschieden. Ach nee, die drehen sich irgendwie immer noch und sie machen es dann so wie damals Naruto und Sasuke im Tal des Ende. Doch ihr Fight endet dann wirklich in einem Unentschieden. Nun muss es also Tsubasa richten. Aber weil Benkei auch mitmachen möchte, gibt es hier einen Teamkampf. Natürlich hitten dann auch wieder Tsubasas Depris. So wird Earth Eagle auch zu Evil Eagle. Japan kann den Kampf zwar gewinnen, aber Tsubasa hat so einen richtigen Wutanfall. Ich meine, der Bruder geht mehr ab als mein Rayquaza in der Top 4 damals. Ja, danach kippt der Psycho um und muss ins Krankenhaus. Jingas Dad entscheidet dann auch, dass der ganze Kampf unfair ist und sie noch einen Teamkampf machen müssen, um zu erfahren, wer den Sieg bekommt. Aber Kyoyas ganzes Bladen hat ihm eine miese Sehnscheidenentzündung gegeben. Das gleiche gilt hier auch für Jinga. In ihrem Fight können sie deshalb beide nicht mehr richtig reinhauen. Masamune macht Jinga dann klar, dass sie zusammen kämpfen müssen. So hauen sie also hier einen heftigen Tag-Team-Move raus. Kyoya opfert sich dann bei ihrem Fight und hält sie ab, damit sein Bro Nile sie finishen kann. Weil sie aber ihre Blades überanstreckt haben, gelingt ihm das nicht. Und Japan entscheidet damit das Match für sich. Weil Masamune als letztes immer noch steht. Damit geht Kyoya wieder in die Wüste. Und Tsubasa geht's gar nicht gut. Weil, naja, die Niederlage von El Drago damals hat ihn einfach so sehr getroffen, dass er schizophren geworden ist. Hör auf! Hör auf damit! Tsubasa! Jingas Dad erklärt ihnen dann, dass Tsubasa von der dunklen Kraft besessen ist. Er wurde nämlich bei seinem Fight damals mit Ryuga von ihr infiziert. Im anderen Fight verkackt China dann gegen Europa. Weil, naja, ist ja klar, unsere Protex haben ja schon gegen China gebladet, war also klar, dass sie abkacken. Den richtigen Sieg holt hier aber Europas geheimes Ass, der deutsche Klaus. Und wie jeder gute Deutsche, redet er nicht und macht einfach. Und verdammt nochmal, endlich sehen wir mal, was der wahre Protag dieser Serie gerade tut. Hiyoma hat nämlich Ryuga aufgefunden, der aktuell in einem Vulkan chillt. Und Tsubasa läuft dann amok und möchte Julien umbringen. Ja, sein böses Ich hat irgendwie übernommen, weil er irgendwie zu viel Angst hat zu verlieren. Doch keine Sorge, der wahre G, Ryuga, kommt mit einem verdammten Meteoritenhagel dazu. Und er kann hier sogar, als wäre er Madara in seiner Prime, einen richtig großen fallen lassen. Sein Bay ist nun auch nicht mehr Lightning El Drago, sondern Meteor El Drago. Er hat die dunkle Macht nämlich bezwungen und hat deshalb die wahre Kraft von El Drago. Denn sein Bay war nie wirklich böse. Der Hass, die Gier und die Wut der Menschen hat El Drago erst böse werden lassen. Und weil die Menschen für das Böse gesorgt haben, kann Ryuga sie auch bezwingen oder, wie er sagt, unter die Kontrolle der dunklen Macht zu geraten, war meine größte Schande. Trotzdem, aufgrund dieses Sündenfalls war es mir möglich, neu geboren zu werden. Damit bricht ihr Kampf aber erstmal ab und Ryuga liefert Tsubasa bei den anderen Bladern ab. Er möchte hier auch gegen Jinga fighten. Und deswegen müssen die anderen erstmal vorgehen, um sich Europa zu stellen. Damit sind sie aber nur zu zweit. Jinga pfeift nämlich auf die Weltmeisterschaft, wenn er gegen seinen wahren Rivalen kämpfen kann. Doch Masamune muss damit gegen Almighty Klaus fighten. Und komm, seien wir ehrlich, wen juckt denn bitte die WM, wenn es um Ryuga geht? Obwohl, warte mal, Klaus ist so krass, dass er einfach so krank gepumpt hat, dass er zu Markus Rühl wurde. Oder wie er es formuliert: Ich habe die Grenzen eines Menschen überschritten. Ja, jedenfalls verliert Masamune so. Und Tsubasa will damit Yu einen Tag-Team-Fight gegen Europa führen. Aber wie erwähnt, wen juckt das, wenn Meteor El Drago so richtig krasse Meteor-Moves raushaut? Aber eigentlich zeigt der Jinga hier nur, wie er die heftige neue Kraft, die er hat, kontrollieren kann. Anders als Tsubasa, der wieder voll am Durchdrehen ist. Ja, er ist Depri, weil er als Kind immer Angst davor hatte, dass er verliert. Und jetzt kommt er wieder klar und besiegt seinen Gegner. Und Jinga muss nun als letztes ran. Ryuga hat auch nicht mit ihm gefightet, sondern ihm nur eine Lektion erteilt und ist danach einfach gedespawnt. Jinga schafft es also hier rechtzeitig zu seinem Match mit Julien. Aber irgendwie ist der Typ voll lame nach einem Kampf gegen Ryuga. Leider hat das Training aber nichts gebracht, weil Pegasus wieder versteinert wird. Irgendwie wurde sein Bay auch verflucht. Ja, hier ist wieder so ein Medusa-Bay am Start. Aber der Typ hat auch irgendwie so einen römischen MF als Bitbeast. Das juckt aber alles nicht mehr, weil Jinga nun weiß, was Ryuga gemeint hat. Er hat nämlich Pegasus zurückgehalten, weil er nicht bereit für diese Power war. Damit kann er
als auch aus der Galaxie aus angreifen und den Kampf gewinnen, womit es für die Japaner als nächstes gegen Brasilien rangeht. Doch dort angekommen wird Yu überrumpelt und so schlimm zugerichtet, dass er einfach mal halbtot in der Gasse liegt. Gut, das war aber außerhalb der Arena. Im offiziellen Turnier gibt es dann hier eine Revanche. Doch wegen der Nummer von eben ist Libra immer noch erschöpft. Außerdem sind die Brasilianer krass, weil sie eben bladen mussten, um zu überleben. Das ist aber nichts gegen die Kraft der Freundschaft. Damit gibt es also hier die ultimative Dubstep-Freundschaftskanone. Oh, doch nicht. Yu ist hier mal wieder am Verlieren. Der Kampf ist hier aber diesmal so, dass er erst zu Ende geht, wenn einer der beiden Seiten keinen Blader mehr hat. Masamune gewinnt dann also seinen Kampf und das Brazilian Girl haut rein, weswegen er sofort verliert. Aber Jinga ergeht es hier nicht so, weil die einzigen runden Dinger, die ihn interessieren, sind Beyblades. Sie bricht aber dann den Kampf ab und lässt einfach den nächsten fighten. Den nächsten Gegner kann Jinga dann einfach besiegen. Brazilian war aber hier smart und schaltet sofort, weswegen Jinga überrascht wird und ebenfalls ausgeschaltet wird. Was eben heißt, dass gegen den Anführer der Brasilianer nun Tsubasa ran muss. Und naja, sein Gegner lässt ihn einfach mal explodieren. Junge, er macht sogar hier auf Baywheel. Tsubasa ist aber hier nicht mehr das Opfer von den letzten 40 Folgen. Er merkt ja auch, dass sein Gegner genauso verrückt ist wie er vor ein paar Folgen. Und so können seine albanischen Adlerkräfte wieder zurückkehren. Junge, er wird hier sogar zu einem Phönix und gewinnt so sein Match. Ryuga wird dann vom Militär oder so bedroht. Aber er bumst alle mit seinem Beyblade, den er mit seiner Hand gespinnt hat, weg. Er klaut die Energie seiner Gegner und, keine Ahnung, tötet sie oder so? Damit geht es jedenfalls in Masamunes Hut, nämlich die US zu dem A. Das freut auch hier seine Homies. Ah, da reibt mir doch einer die Glatze. Aha, Coach Steel! Masamunes anderer Homie ist damals auch krank geworden. Und genau diesen Freund, nämlich Toby, hat er damals geschworen, die Nummer 1 zu werden, damit er wieder gesund wird. Deswegen hat er sich damals auf nach Japan gemacht. Seinem anderen Homie von ihrem Team 7 Trio, Zio, geht's hier aber gut. Er hat sogar einen neuen Bay, der extrem hoch ist. Er hat hier auch keine Chance. Irgendwie war der Typ auch einfach mal bei Blue Lock, nur eben in der Beyblade-Version. Natürlich ist diese ganze Orga eigentlich böse, aber das weiß Masamune noch nicht. Die haben auch einfach mal Ryuga zu sich gelockt. Ja, Zeo macht hier mit, um seinen Bro Tobi medizinisch versorgen zu können. Ryuga juckt das aber so gar nicht und bladet ihn einfach trotzdem. Der böse Bösi ist hier auch wie Doji, nur nicht wahnsinnig, sondern eher wissenschaftlich wahnsinnig. Ryuga hat aber einfach gar keinen Bock und juckt die Area und zieht wieder ab. Sie verfolgen ihn dabei weiter und das Ganze bekommt Jinga hier auch mit. Aber Ryuga löst das Ganze einfach mit Königshaki. Nein, wirklich. Er gibt Jinga auch den Tipp, beim Team USA vorsichtig zu sein und geht. Ja, Zeo ist halt sauer, weil Masamune damals gegangen ist und deshalb wurde er böse. Der andere vom Team USA, der neu erwachte Damien, testet dabei seinen Bay und, keine Ahnung, bringt Yu und Tsubasa um. Ja, Beyblade ist so ernst. Und ach ja, wir haben ja noch ein Turnier. Jack zeigt dabei den Europäern, was so abgeht. Der kann nämlich mit seinem Bay Zenbo und Sakura einsetzen. Klaus zieht sich dabei zwar aus, aber Jack gewinnt. Und Klaus ist hier einfach 1:1 wie Whitebeard im Stehen gestorben. Außerdem hat Jack sogar mit seinen Bane ein Bild gemalt. Julian muss dabei gegen Damien ran. Und naja, Damien will gegen alle gleichzeitig bladen und brät sie alle zusammen durch. Junge, er öffnet hier sogar ein Portal zur Hölle oder so. Außerdem klaut er hier ihre Base. Hast du es jetzt begriffen? Gib's zu. Zugeben? Ganz recht. Sag es laut und deutlich. Du bist schwach. Ich bin schwach! Damit kommen wir zum nächsten Kampf, aber unserer Gang fehlen hier immer noch Mitglieder. Die machen hier also erstmal als Duo weiter. Masamune hat damit seinen offiziellen Fight gegen Zeo. Ja, und Zeos Bay kann ein magnetisches Feld erzeugen, was Striker steuert. Masamune geht also hoch, weicht dem Ganzen aus und schlägt zu. Doch durch Wissenschaftshacks ist er voll krank und nuket dann die Arena, weswegen Masamune verliert. Und in der zweiten Runde schlägt einfach mal ein Meteor ein. Ja, ihr könnt euch denken, was jetzt kommt. Der größte MF dieser Welt, Ryuga, tritt der Gang bei. Und Leute, was soll ich hier sagen? Wir reden hier über Ryuga. Als könnte ein V ihn besiegen. Er finisht seinen Gegner hier easy in dessen eigenem Gemälde.
In der Halbzeit bekommen sie dann mit, dass ihre Gegner durch Wissenschaft geboostet wurden. Und natürlich haben auch sie mit der Dark Nebula zu tun. Anyways, damit gibt es hier ein Finale zwischen Damien und Jinga. Damien ist auch krass, weil sein Bay perfekt auf ihn abgestimmt worden ist. Er hat aber keinen Spaß am Bladen und sein Bay juckt ihn auch nicht. Jinga jedoch ist das komplette Gegenteil und deswegen voll krass. Doch Damiens, naja, dreiköpfiger Hund zieht Pegasus dann in das Höllentor, weswegen Jinga miese Hallos schiebt. Weil er aber den Bay-Instinkt hat, kann er hier ausbrechen. Und dann kämpft er mit seinem Pegasus zusammen oder so. Ja, aber scheiß mal drauf, wir sind hier fürs Bladen. Sie sind dann wieder zurück und machen beide so... Naja, jedenfalls, weil Pegasus dann aufsteigt und bis zu, keine Ahnung, Namek fliegt, haut er so richtig rein und, Junge, Jinga macht einfach die Pegasus-Faust, wodurch Damiens Bay in sein eigenes Tor zurückfliegt. Jinga gewinnt also und damit ist Japan Weltmeister. Ja, leider gibt's dann aber keine Feier, weil der böse Bösi irgendwie eine neue Energiequelle erschaffen möchte. Also, er hat halt die Spiralkraft gefunden. Doch dafür braucht er einen absoluten Blader, der sie kontrolliert. Aus diesem Grund hat er mit Tobi Experimente gemacht und so Sephiroth erschaffen. Weil er auch den ultimativen Bay beherrschen kann, ist er absolut krass. Und die Handlanger von ihm beginnen dann einfach mal ihren Terrorangriff auf die gesamte Stadt. Sie Naruto runnen sogar hier durch die City und zerstören einfach alles. Doch dieses Mal kommt hier mal Kyoya zu Hilfe. Dann machen die Antagonisten aber auf Jojo und rennen weg. Die anderen Blader sind aber bereit, die Welt vor der Bay-Katastrophe zu beschützen. Ja, und das Hauptquartier von den Bösen ist dann irgendwie selber ein Beyblade. Ich wiederhole mich, aber ja, Beyblade ist so ernst. Weil Tsubasa dann doch nochmal nützlich ist, kommen alle hier mit. Und seien wir ehrlich, für die Side-Charakter-Fights hat hier keiner mehr Kraft von uns. Aber hey, wenigstens kann Tsubasa einen Win holen. Und weil Damien als Antagonist ja schon outdated ist, darf nun Kyoya gegen ihn kämpfen. Aber ja, Kyoya gewinnt, weil... Solange du am Ende einer Leine bist, wirst du das nie verstehen. Stimmt's, Leon? Nun wird es aber Zeit für Sephiroth, weil sein fliegender Bay, naja, gerade die gesamte Stadt kassiert. Aber keine Sorge, der Präsident der Beyblade-Organisation hat schon einen Plan parat. Lasst uns nicht im Stich, Kinder. Masamune und Jinga kämpfen hier zusammen, aber haben natürlich keine Chance. Sephiroth ist auch voll krass, weil sein Bay einfach eine verdammte Sphärenentfaltung drauf hat. Ja, das ist ganz schön blöd, weil... Das ist ein schwarzes Loch, das Tempo erzeugt hat. Oh. Tobi? Das schwarze Loch kontrolliert sowohl Raum als auch Zeit. Bevor sie dann eine Insel nuken, ja, eine komplette Insel, den Plot hat übrigens von Peach später geklaut, greift endlich mal wieder Ryuga ein. Er schießt seinen El Drago dahin und zerschmettert. Digga, Ryuga juckt der ganze Plot hier einfach mal gar nicht. Er macht einfach das, was ihm Spaß macht. So kann er jedenfalls auch Jinga und Masamune aus der Sphäre befreien. Und zusammen gewinnen sie dann einen Kreiselkampf und retten damit die gesamte Erde. Nur stürzt damit ja der Riesenbay auch auf die Stadt runter. Aber Jinga übernimmt mit Galaxy Pegasus einfach das Ruder. Weil das aber nicht reicht, kommt hier Ryuga dazu. Zusammen können sie also dann den Vogel landen. Nur ist Pegasus hier wieder fast kaputt gegangen. Doch fürs Erste kehrt hier wieder Frieden in die Welt der Base ein. Bis naja, ein weiterer Meteorit auf die Erde einschmettert. Dieser führt dazu, dass irgend so ein random Kid getroffen wird. Jinga und Kyoya liefern sich hier auch einen richtig heftigen Fight. Und dabei, naja, digitieren ihre Base. Ja, kein Plan, sie haben irgendwie ihren Drip geändert. Aber Kyoya weiß nach fast 100 Folgen, wie man den Plot von Beyblade bewerten muss. Leon, ich weiß nicht, was da abgeht, aber es ist mir egal. Ja, das Ganze liegt hier daran, dass Kyoya auch vor seinem Kampf was vom Sternschauer abbekommen hat. Das gleiche ist mit Jingas Bay vorher ebenfalls passiert. Dabei treffen sie auch den Brillenboy von eben. Sein Name ist Yuki und er erzählt uns, dass sein Opa ihm erzählt hat, dass ein heftiges Sternenbruchstück auf die Erde krachen wird. Ja, selbst die Mayas haben damals ausgerechnet, wann dieser Stern reinjallert. Genauso wie Kaiba in Yu-Gi-Oh! Hatte Yuki also bei seinem Sternencount eine Vision erhalten. Er weiß also, dass 10 legendäre Blader etwas von diesem Stern abbekommen werden. Und Nemesis, der Gegner für das Finale der Serie, will diese legendären Blader umbringen. Glaube ich jedenfalls. Naja, fürs Erste müssen sie also hier die anderen Blader aufspüren. Die treffen dabei auf ein Dorf, was Beybladen hasst. Ja, ich weiß, echt krass. Auf der Insel ist hier auch Ryuga, weil er in einem Vulkan trainieren wollte. Doch deshalb bricht der Vulkan ja auch wieder aus. Nun hat er auch nicht mehr Meteor El Drago, sondern El Drago Destructor. Kyoya darf dabei seine Power mal ordentlich tasten. Aber das Einzige, was in dieser Serie kontinuierlich Sinn macht, ist, dass Ryuga overpowered ist.
Er glaubt aber hier nicht wirklich an das Sternen-Upgrade. Und ja, falls ihr es nicht bemerkt habt, ab jetzt gibt's nur noch die japanische Synchro im Hintergrund. Aber hey, Ryuga ist einfach auf jeder Sprache krass. Er möchte ja nur ihrem Team beitreten, wenn Jinga sein Match gegen ihn gewinnt. Benkei erklärt das Ganze auch mal ganz gut. Die Fragen werden durch Base geklärt. So halten wir Bladers in der Stadt. Die neuen Blades sind hier auch echt krass, weil sie ihren Modi wechseln können. Das tut Jinga hier auch und hält mit. Wie dem auch sei, der Vulkan bricht hier aus und Ryuga gewinnt mal wieder sein Match. Dabei zieht er ab, aber weil Yuki auch ein legendärer Blader ist, kann er ihn hier stoppen. Sein Anubis ist aber eigentlich nur so stark wie Nasus auf Level 2. Ohne Farm geht er also voll unter. Ryuga hat jetzt also ein bisschen Spaß gewittert und sucht die legendären Blader alleine auf, um sie eben selbst aus dem Leben zu bladen. Nach ihren fetten Ls, die sie also hier von Eldrago kassiert haben, machen sie dann einen Trainingsarc, weil sie gecheckt haben, dass sie die volle Power ihrer Base nicht nutzen können. Bro, und keine Ahnung, damit Kenta mithalten kann, trainiert er hier irgendwie mit Dosen. Weil die Insel dann aber beinahe zerstört wird, macht er ein krasses Power-Up. Die wahren legendären Blader retten aber hier die Insel. Also möchte er alleine losziehen, weil auch er den Plot der Serie endlich mal verstanden hat. Alles läuft am Ende immer wieder darauf hinaus, dass mein Freund Jinga wie gewöhnlich als der große Held gefeiert wird. Bei seiner Reise trifft er dann mal auf Ryuga. Okay, das reicht. Kämpf jetzt mit mir, Ryuga! Und du bist... Ah! Du weißt genau, wer ich bin, Ryuga! Ich bin Kenta! Wir sind uns schon millionenmal begegnet! Oh, Jingas Wasserträger! Kenta möchte sich also beweisen und kackt übelst gegen Ryuga rein. Er möchte ihn aber hier für seine Leute rekrutieren, um irgendwie auch mithelfen zu können. Dabei wird er immer wieder auseinandergenommen, aber bleibt hartnäckig und verfolgt ihn. Und dabei merken wir, dass Ryuga eigentlich das Leben eines Höhlenmenschen lebt. Während sie also hier ihren Trainings-Arc kicken, kommen unsere anderen Jungs nach China und treffen auf Johannes. Ja, der hat sich schon vorher genervt, aber der war immer so irrelevant, dass ich den geskippt habe. Er trägt sie eigentlich auch nicht wirklich zum Plot bei und streckt diesen eigentlich nur. Erstmal gibt es hier aber einen Turnier, wo man eben zu zweit antreten muss. Und naja, Johannes ist dann wohl doch einer der legendären Blader, weil sein Bay den Modi wechseln kann. Dabei muss Kyoya auch mit ihm kämpfen. Aber naja, also sorry an jeden Johannes da draußen, aber der Typ heißt Johannes, natürlich verliert er. Im Finale treten dann vier Teams gegeneinander an. Jinga muss dabei gegen Team China ran. Ja, und mit dem einen Typen wollten ja halt Ray aus der OG-Serie kopieren, aber nach fast 100 Folgen hat das immer noch nicht funktioniert. Der Typ ist wack. Jinga und sein neuer Tag-Team-Partner gewinnen also hier ihr Match. Kyoya muss dabei gegen die verbannten Shaolin-Blader des Tempel ran. Weil Aguma auch ein legendärer Blader ist, bladet er hier mit seinem Sensenmann voll los. Im Finale bekommt das Jinga auch ordentlich zu spüren. Aber keine Sorge, er macht dabei schon die Genki-Dama bereit. Und hey, Yuki greift mit Anubis an und seinem kleinen Mädchengeschrei. Aber ja, Aguma bladet dann einfach alle drei Blader aus dem Leben und dann zieht er ab. Das ist aber echt blöd, weil sie müssen ihn unbedingt finden, bevor die dunklen Kräfte seinen Bay bekommen. Und ja, keine Ahnung, was die dunklen Kräfte sein sollen. Um also weitere Blader zu finden, grinden sie hier einfach alle Turniere ab. Tsubasa macht auch gerade bei ihm mit, wo er dann auf Akatsuki Kenta trifft. Nur verkackt er halt hier trotzdem weiter. An der Spitze wartet dann Ryuga auf ihn. Und naja, das Ganze geht dann genauso aus wie ihr letzter Kampf. Und die Shaolin-Mönche werden dann von der dunklen Kraft wirklich aus dem Leben genommen. In Amerika gibt es dann ein Turnier mit all den random-ass Charakteren von vorher. Dabei erscheint auch ein legendärer Blader, nämlich einen Discord-Mod. Ach nee, warte mal, das denken hier nur alle. Der wahre legendäre Blader ist nämlich ein Boy namens King. Mit seinem Beige schickt er den Discord-Mod zurück in seinen Anime-Weep-Keller. Und Junge, er ist sogar ein verdammter weißhaariger Anime-Charakter. Und naja, er bringt dann ihr Kampffeld in die Stadt, bringt dabei wahrscheinlich ein paar Menschen um und gewinnt dann gegen Masamune. Der nächste Blader ist dann bei Kyoyas arabischen Brüdern. Dort trifft Jinga einfach mal auf einen Bootleg Ryuga. Sie bladen also los und zerstören die gesamte Ruine. Sein Name ist auch Ryoto, er ist gar nicht böse und der Bruder von Ryuga. Das verrät er aber nicht und das wird nie plotrelevant. Also ist mir das auch egal. Er bringt sie dann zum Tempel und weil Aguma von Nemesis böse gemacht worden ist, gibt es hier einen Rematch für Kyoya. Dieses Mal kann er gewinnen, doch irgendwas ist danach mit Kyoya los. Bei der Ruine finden sie dann nichts, aber Yuki kann das Rätsel lösen, weil man muss mit seinem Beyblade alle Löcher durchlöchern. Sie treffen dann auf einen Dude, der einfach auf sie wartet, als wäre er ein legendäres Pokémon und sein Name ist Dynamis.
Auch er ist ein legendärer Blader. Er hilft ihnen aber nur, wenn sie gegen ihn gewinnen. Ryota krallt sich hier den Kampf, aber muss dabei Jupiters krassen Move spüren. Junge, dein Nemesis beschwört hier einfach mal verdammt nochmal Zeus, der hier mit einem Blitz einschlägt. Joja will dann aber als nächstes nicht antreten, weil... Ha, ich hab noch nie die zweite Geige gespielt, das ist ja wohl klar. Bro, du bist die Definition von zweite Geige. Danach kämpft also Jinga und bei ihrem Fight wird er wieder in einem miesen Genjutsu gefangen. Und danach fängt er sie ebenfalls in einer Sphärenentfaltung. Dabei müssen sie sich seinen Flashback geben. Noch lange vor Metroiden, die zu Base wurden, gab es schon viel früher ein Sternfragment, das viel negative Energie absorbiert hat und auf die Erde eingestürzt ist. Es gab nämlich schon viel früher eine Beyblade-Kultur. Doch der damalige Herrscher wurde durch die dunkle Kraft zu böse. Mit dem stärksten Bey überhaupt, den er geschaffen hat, Nemesis, hat er sein Reich so ins Verderben gestürzt. Nemesis wurde nämlich zum Gott der Zerstörung und hat alles vernichtet. Damals haben aber 5 tapfere Blader gegen Nemesis gekämpft. Weil Nemesis Kraft von der schwarzen Sonne stammt, haben sie auch die Kraft der anderen Planeten benutzt. Ihr Kampf war übelst heftig und ging richtig lange. Doch dann wurden die Erdkräfte entfesselt und mit der Kraft von Gaia haben sie Nemesis verbannt. Bro, ich sag euch eins, die Schreiber von diesem Arc waren so drauf. Der Typ ist völlig high. Jedenfalls ist nun Hades, der böse Zerstörer, wieder zurück. Und ja, keine Ahnung, Dynamis hat mit seinem alten Tempel dann den neuen Metroiden abgewehrt und so hat jeder Blader einen Power-Up bekommen. Yuki ist dabei auch ein Nachfolger der damaligen Blader-Krieger. Und deswegen hat er unbewusst unsere Leute hier hingeführt. Unsere anderen Boys sind aber nicht von den Blader-Kriegern, sondern haben mit den 4 Jahreszeiten zu tun. Weil das der epische Anime-Opa von damals so entschieden hat. Pegasus, Leon und Drago sind alles solche Blades. Kyoya juckt das aber so gar nicht. Ob die Welt untergeht oder nicht, ist ihm egal. Er möchte nur gegen Jinga kämpfen. Und deswegen geht er erstmal alleine los. Ja, und dann gibt es ein heftiges Gefetze auf den Osterinseln. Auch Ryuga ist hier und keine Ahnung, es gibt einfach alle 3 Tage ein Turnier in der Beyblade-Welt. Ich meine, müssen die nicht mal irgendwann zur Schule gehen? Ja, jedenfalls ist es hier so voll, dass sie ein krasses Battle Royale haben. Dabei trifft Jinga auch wieder auf Söldner Kenta. Nach seinem ganzen Training kann er hier, also endlich, wieder gegen Jinga verlieren. Weil sie dabei aber ihr Schiff zerstören, werden sie an einem Strand angespült. Und Masamune trifft dann auch im Finale auf den neuen Blader, weil die beiden es eben zuerst auf den Gipfel geschafft haben. Und Junge, die haben einfach mal die Skulpturen der Osterinsel in Scheinwerfer umgewandelt. Masamune muss dann gegen Chris kämpfen und dieser bezieht seine Kraft aus dem Himmel. Er ist auch ein legendärer Blader und mit seinem Orion bringt er alle Leute auf der Insel um. Naja gut, nicht ganz, aber er gewinnt den Kampf. Nur möchte er hier nicht bei den legendären Bladern mitmachen, weil er mit Beyblade Fett Kohle machen will und nur mitmacht, wenn er gut bezahlt wird. Also kauft sich Nemesis bei ihm ein. Sie kämpfen dann alle so richtig heftig, aber Daddy Ryuga stoppt dann ihre Party. Er möchte sich nämlich hier die neue Power von Chris krallen. Bevor er aber seine Power komplett absorbieren kann, wird er von Kenta gestoppt. Damit trennen sich auch hier ihre Wege. Und jenseits des Meeres merkt Masamune, dass er nie auserwählt war, ein legendärer Blader zu werden. Dynamis wird dann auch von einem bösen Bösi ebenfalls Bösi gemacht. Und Jinga trainiert übelst krass seine Ziehfähigkeit. Kyoya chillt auch irgendwie in Kirgistan zusammen mit Yu. Dabei finden sie Tifi, die auch eine legendäre Bladerin ist. Und Nemesis hat dann auch den alten Bey erwacht. Aber sie brauchen hier noch einen Blader. Und von dieser Macht wird hier auch Eldrago angezogen. Kenta versucht auch übrigens immer noch, ihn zu besiegen. Ryuga macht ihn zwar immer wieder fertig, aber Kenta ist es einfach mal gelungen, Eldrago Schaden zuzufügen. Und bei Nemesis kommen dann andere böse Bösis dazu. Der Nachfolger vom damaligen Bösi will hier auch den Bey übernehmen. Außerdem ist er gruselig, weil er den gleichen Stimmeffekt hat wie damals Marek aus Yu-Gi-Oh! Er ist noch nicht kräftig genug. Das neue Licht wird in einen Abgrund der Dunkelheit getaucht. Um eine noch größere Finsternis zu erzeugen. Ja, gut mischen, Pharao. Im Tempel kämpft dann Yuki gegen Aguma. Und auch gegen Dynamis Black muss gefightet werden. Kyoya möchte hier auch gewinnen, damit nach diesem Kack-Arc er endlich gegen Jinga fighten darf. Jinga überlässt ihn also hier den Kampf und geht weiter. Aber dann muss er gegen Chris kämpfen. Ja, er Tokenjutsut ihn dann und dann macht ihm Bladen wieder Spaß. Ja, bei ihrem Kampf gehen sie dann in die Dimension, wo Naruto und Sasuke damals gechillt haben. Jinga reicht ihm die Hand wie damals Naruto Obito und so kann er den Kampf für sich entscheiden. Die anderen gewinnen dabei auch ihre Kämpfe. Und Ryuga ist nun ebenfalls im Dungeon angekommen. Somit kommt Jinga dann beim Endgegner an. Sie wollen auch hier die Welt zerstören, um die Welt zu zerstören, weil sie die Welt zerstören wollen. Und naja, auch hier wieder Buu-Saga-Plot.
Die haben nämlich die ganze Energie der Beyblade-Kämpfe hier absorbiert. Und da der Plot wiederholt wird, ist auch Doji wieder am Start. Nur hat er jetzt 5 Son Gohan-Locken. Alle Ereignisse dienten nämlich schon von Anfang an nur dazu, um Nemesis wieder zu erwecken. Sie kämpfen dann auch alle zusammen gegen Ragos, Nemesis Blader. Selbst Ryuga kämpft hier mit. Mit den 4 Blades der Jahreszeiten können sie Nemesis hier auch versiegeln. Weil Doji aber Ryuga belabert, macht er nicht auf Teamplay und greift alleine an. So hat Nemesis nun die Power aller Base und erwacht komplett. Womit der Dungeon hier auch untergeht. Nur bleibt eben Ryuga, der Psychopath, drinne, um seinen Kampf zu beenden. Ja, und nach der Explosion sind dann alle einfach verschwunden. Okay, nein, er hat überlebt und macht das, was er immer macht. Cool rumstehen und alles zerfetzen. Ja, es gibt dann weitere Fights und die bösen Bösis wollen den Hubschrauber unserer Leute zwar runterstürzen lassen, aber da Aguma jetzt gut ist und ein Giga-Chat ist, kann er das Ding einfach mal auffangen. Nemesis hingegen beschwört mit seinen Bay dann Atlantis oder so. Dort angekommen will Ryuga sofort eine Revanche. Aber naja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, aber Ryuga kackt hier rein gegen einen Charakter, der nicht Hauptcharakter Kräfte hat, also geht er hier wirklich beinahe drauf. Wenigstens ist Vegeta jetzt aber happy. Das ist wunderbar, einfach toll! Und Ryuga fühlt dann einfach mal anders. Ich werde jeden beseitigen, der mir im Weg steht, hast du verstanden? Denn ich bin Ryuga. Ich herrsche über die Welt als der Stärkste, der Dragon Emperor selbst! Ja, sein ultimativer Move haut zwar übelst rein und bringt Doji endlich komplett um, aber Ryuga selbst geht hier, naja, drauf. Nee, so richtig. Also auf Real Rap, er stirbt hier. Hashtag Rest in Peace, Ryuga. Dann kämpfen alle richtig heftig mit ihren Base gegen Nemesis, aber ja, einer nach dem anderen wird von ihm komplett gebladet. Nur Jinga bleibt hier als letzte Hoffnung übrig. Wobei, nein. Verdammt nochmal, Kenta, Mr. Sidekick, Mr. in Season 2 null Screentime, Mr. keiner mag den eigentlich, kämpft hier weiter. Das spürt auch irgendwie sein Meister Ryuga. Er spürt nämlich, wie er tapfer durchhält und das bringt Ryuga dazu, wieder wach zu werden. Er erkennt Kenta nun an und gibt ihm einfach mal seine El Drago Power. So wird Kentas Bay zu einem legendären Bay und Ryuga, keine Ahnung, löst sich in Luft auf. Mit diesem neuen Giga Beyblade hat er hier eine heftige Super Saiyan Aura und eine Chance. Und nun, da sie El Dragos Power auf ihrer Seite haben, können sie das Siegel wieder nutzen. Und so können sie den bösen Bösi endlich versiegeln. Ja, die Welt ist damit gerettet. Und nee, warte mal, es geht weiter. Ja, der Gegner schlägt doch nochmal als Riesenklumpen zu. Und sie verlieren deshalb wieder. All ihre Base werden zerstört und die Welt geht damit unter. Ach nee, doch nicht. Sie haben nämlich hier alle Digimon Frontiers geschaut und geben Jinga ihre Power. Ja, das ist zwar krass, reicht hier aber nicht aus. Weswegen Beyblade in den Full Dragon Ball Modus geht. Und einfach von jedem Blader auf der Erde die Power nimmt. Damit wird er also zu einem Super Saiyajin und mit seinem super duper ultra mega heftigen krassen Special Move besiegt Jinga hier die dunkle Bedrohung. Und damit kehrt endlich Frieden in die Welt von Beyblade ein, womit Kyoya endlich seinen Kampf bekommt. Aber natürlich gibt es hier ein offenes Ende. Aber das war die gesamte Legacy von Beyblade, Metal, Fusion, Masters und Fury. Und Shogun Steel? Da bin ich raus. So, Freunde, das wär's gewesen mit Beyblade. Es war ein ganz schön krasser Ritt. Es war eine weirde Serie, das sage ich euch. Ich hätte Bock, in die OG-Serie reinzugehen, falls ihr Bock habt. Deswegen lasst einen Daumen nach oben da, support das ganze Ding. Und vielleicht machen wir dann noch einen Wurf rein ins Beyblade-Universum. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bin ich damit raus. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Mich würde es natürlich überaus sehr doll freuen. Ich kann kein Deutsch mehr nach einer Stunde. Aber es wäre sehr cool, wenn ihr ein Abo auf den Kanal da lassen könntet. Und damit bin ich raus. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.